Ich grüße Sie an diesem Abend, an diesem grünen Donnerstag aus der Thomaskirche. Eigentlich würden wir hier sitzen und gemeinsam Jesu letztes Abendmahl miteinander feiern, an großen Tischen gedeckt und miteinander essen, miteinander trinken, miteinander singen, beten, Musik hören, miteinander sprechen. So haben wir das in den letzten Jahren getan, aber dieses Jahr können wir es nicht tun. Dieses Jahr können wir nur auf Abstand miteinander Gottesdienst feiern. Sie in Ihren Wohnzimmern und ich hier habe den Tisch aber doch so gedeckt, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Es stehen Speisen auf dem Tisch, die wohl auch Jesu auf dem Tisch stehen hatte, als er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte. Das Passamahl damals, ein jüdisches Fest, was bis heute gefeiert wird und gestern von den jüdischen Gemeinden auch begangen wurde. Und es dauert eine ganze Woche. Dieses Jahr liegt Ostern und Passa ziemlich dicht zusammen. Und auch die jüdischen Gemeinden können nicht in ihren Synagogen feiern. Wenn Sie also heute den Gottesdienst einmal mitfeiern wollen, auch ganz aktiv, dann schlage ich Ihnen vor, decken Sie doch auch einfach einen Tisch, einen schönen Tisch, den Sie haben, mit einem Tischtuch, weiß ist immer am schönsten, und nehmen Sie Kerzen dazu, stellen Sie die dazu und Brot darf nicht fehlen, das haben wir hier auch. Und der Wein, der steht noch dort. Aber Sie können auch genauso gut Saft nehmen und dazu trinken. Und wenn Sie wollen, stellen Sie auch einfach das hin, was Sie sonst zum Abendmahl, zum Abendbrot essen. Das kann auch auf dem Tisch Platz haben. Wir werden einen Moment in dem Gottesdienst haben, wo Sie essen können und wir schöne Musik hören werden. Ein Moment der Besinnung, ein Moment, wo Sie sich auch einander etwas erzählen können. Ja. Und wenn Sie noch weitere Menschen in Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung haben, die zu Ihrer Wohngemeinschaft gehören, zu Ihrer Familie, dann holen Sie die doch einfach dazu. Mit denen dürfen Sie dann auch gemeinsam am Tisch sitzen und diesen Gottesdienst mit Ihnen und mit mir zusammen feiern, auch auf Abstand. Und so sind wir hier versammelt im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Licht ist entzündet und Licht soll es sein für uns in dieser Finsternis. Gott hat dieses Licht in die Welt gebracht und Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Licht steht in der Bibel immer für alles, was Menschen zum Leben verhilft, was unser Leben hell macht, auch in dieser Finsternis. So lasst uns beten. Gott, wir sind da. Wir stehen vor dir, sieh du uns an. Komm in unsere Mitte mit deiner Kraft, deiner Hoffnung. Sei bei uns heute an diesem Tag und gerade in diesen schweren Zeiten. Darum bitten wir dich. Amen. Psalm wollen wir miteinander sprechen und beten, den 23. Sie finden ihn auch im Gesangbuch Nummer 711, aber ich denke, die meisten kennen ihn doch auswendig und können mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, hieß es im 23. Psalm. Wir dürfen auch dann feiern, wenn Not und Bedrohung da ist, und sollten dieses auch tun. Und ebenso haben die Jünger mit Jesus gefeiert, das Pessachmahl, dann, als sie schon wussten, dass es schwer werden wird, da in Jerusalem. Und Jesus wusste auch, worauf er sich einlässt, und er hatte Angst. Die Angst, die in Gethsemane zum Ausdruck kam, aber er wollte noch einmal mit seinen Jüngern das Mahl der Befreiung feiern. Und so lesen wir bei Matthäus: Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, feierte er das Passafest. Das Passafest ist ein jüdisches Fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Jedes Jahr aufs Neue sollten die Menschen sich fühlen, die Juden, als ob sie selbst in der Unterdrückung gelebt haben und befreit worden wären. Und zu diesem Fest gehören viele Erzählungen rund um das Passafest, gehören Lieder, gehören Gebete. Und es gehören Speisen dazu, die auch hier auf dem Tisch zu sehen sind. Nicht alle, das Passalamm haben wir nicht hier, aber doch die meisten sind hier zu finden. Und diese Speisen sollen erinnern an das, was in Ägypten geschehen ist. Und da ist natürlich zuerst das ungesäuerte Brot zu nennen. Ein Brot, was ohne Hefe, ohne Sauerteig gebacken wurde. Ja, warum nur, werden Sie sich fragen. Warum ist es das Fest der ungesäuerten Brote, wie es auch bei Matthäus hieß? Ja, es war ein schnelles Brot, was gebacken werden sollte. Ein Brot des Aufbruchs, etwas, was nicht noch lange gehen musste. Wenn Sie mal Sauerteigbrot backen, dann wissen Sie, das kann ganz schön lange sein. Fast bis 24 Stunden und den Sauerteig ansetzen, das dauert auch manchmal 7 Tage lang. Schnelles Brot sollte gebacken werden. Auf dem Tisch stehen weiterhin Kräuter, bittere Kräuter. Bittere Kräuter, die man eintunken kann, hier in dieses schöne Mousse. Man nennt es Choroset, ist eine Art Apfelmousse, was versucht, die Farbe des Lebens wiederzugeben, denn mit Lehm und harter Arbeit waren die Israeliten in Ägypten geknechtet worden. Und das bittere Kraut soll hinweisen auf die bittere Arbeit und die vielen Tränen, die man vergossen hat. Und dazu kommen dann noch die Kräuter. Das, was auf dem Feld wächst, das wurde auch eingetaucht in Salzwasser. Hier zu finden eine Schüssel mit Salzwasser. Das soll die Tränen darstellen, die vergossen worden sind in Ägypten. Manches bei diesem Mahl versucht einfach ganz deutlich zu machen, ganz handgreiflich zu machen, was es eigentlich bedeutet hat, in Unterdrückung zu leben. Und den Kindern, die auch dabei saßen und dann immer wieder fragten, warum ist diese Nacht so ganz anders als alle anderen Nächte? Warum dürfen wir in dieser Nacht nur Ungesäuertes essen und nicht das Gesäuerte? Immer wieder Antworten bekamen und die Erzählung vom Auszug nahm ihren Fortgang. Und das dauerte. Und während dieses Mahles wurde auch richtig gegessen und während dieses Mahles wurde dann auch Wein getrunken. Er steht bei uns hier noch auf dem Altar. Man sagt, es sollen 4 Becher gewesen sein. Und es gibt auch richtige Diskussionen, ob es so viele sein mussten, denn es ist ja gar nicht so einfach, mit 4 Bechern dann 4 Becher Wein auch die ganze Liturgie durchzuhalten. Jesus hat dieses Mal mit seinen Jüngern gefeiert. Und es verweist auch auf den Vers im 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ebenso auf das, was in diesem schönen Psalm auch ausgesagt wird, dass da Menschen zusammensitzen dürfen, auch wenn es Feinde gibt. Und unser großer Feind heute ist diese Corona-Krise, dass wir eben nicht mehr zusammensitzen können, dass wir uns nur auf die Entfernung mit unseren digitalen Hilfsmitteln noch nahe sein können. Aber wir dürfen feiern. Versuchen Sie das für sich allein. Versuchen Sie das mit denen, die noch in Ihrer Hausgemeinschaft sind. Denn es ist gut, in dieser Zeit doch auch gute Momente, Momente der Gemeinschaft zu haben. Jesus hat seinen Jüngern dann aufgetragen, das Abendmahl, das letzte, was er mit ihnen gehalten hat, auch immer wieder zu begehen. Es sollte wie das Passamahl ein Mahl der Erinnerung sein, des Gedächtnisses. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Was bedeutet das? Eigentlich, dass wir ja versuchen, in jedem Gottesdienst ein Gedächtnis an Jesus zu bewahren, indem wir seine Geschichten erzählen, indem wir von seinen Taten berichten. Und wenn wir dann das Abendmahl miteinander feiern, ist es auch so ein Moment, wo wir versuchen, ihm nahe zu sein, Jesus und dadurch Gott, und auch uns nahe zu sein, die wir miteinander diese Gottesdienste feiern. Wir stehen hier im Kreis und Gründonnerstag sitzen wir sogar hier am Tisch. Und ich weiß, dass der spannendste Moment eigentlich immer der ist, wenn wir anfangen zu essen und dann uns austauschen über das, was es bedeutet, gemeinsam miteinander zu essen im Angesicht Gottes. Ja, Gemeinschaft gehört zum Abendmahl am Gründonnerstag.
Gründonnerstag gehört zu jedem Abendmahl, was wir im Gottesdienst feiern. Und doch gibt es auch einen Moment des Kritischen in diesem Abendmahl. Schon in den Abendmahlsworten, da heißt es dann, in der Nacht, als unser Herr Jesus Christus verraten war. So sind die alten Worte. Aber eigentlich steht da in der Bibel, überliefert worden ist. Jemand überliefern kann natürlich immer auch etwas bedeuten, dass man ihn einer Gefahr ausliefert. Judas war vielleicht gar nicht so bewusst, dass er mit diesem Überliefern, ihn öffentlich ausliefern, an die Hohepriester und an Pilatus das Ende von Jesus eigentlich bewerkstelligt hat. Wir müssen uns nicht immer nur mit diesem Judas beschäftigen und sagen, er war's, er hat ihn verraten, sondern wir müssen uns bei diesem Satz auch mit uns selbst beschäftigen. Wo verleugnen wir Jesus? Wo verraten wir ihn? Wenn wir ihn überliefern, sozusagen seine Geschichten überliefern, stehen wir auch immer in der Gefahr, dass es vielleicht doch nicht alles so ist und so von Jesus gemeint worden ist, wie wir es sagen. Diese Überlieferung ist wichtig. Die Jünger haben es gemacht, von Generation zu Generation. Und trotzdem stehen wir immer in der Gefahr, dass es auch so etwas wie Verrat sein kann. In der Nacht, da unser Herr Jesus Christus überliefert worden war, nahm er das Brot, feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern. Also, da wird auch etwas anderes noch mit dazu gesagt. Jeder darf dazukommen. Es wird nicht erst gefragt, bist du eigentlich würdig, hier dann teilzunehmen? Jeder darf dazukommen. Die Vergebung, die Versöhnung spielt im Abendmahl eine ganz, ganz große Rolle. Versöhnung, wenn wir selbst auch unsere Schuld eingestehen. Ich sitze nun hier alleine an diesem Tisch. Nicht schön. Ich sitze hier und möchte Sie doch eigentlich bitten, dass wir miteinander jetzt ein Gebet sprechen. Ein Gebet für das Mahl. Und wir sprechen das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und wenn Sie jetzt miteinander essen wollen, dann tun Sie das. Hier auf dem Tisch steht das Brot, das Jesus seinen Jüngern gereicht hat, mit den Worten, nehmt hin und esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut solches zu meinem Gedächtnis. Amen. Während Sie essen, dürfen wir auch Musik hören. Sabine Seifert ist natürlich auch hier anwesend in unserem Gottesdienst. Es ist schön, wenigstens zu zweit, genau gesagt zu dritt, denn wir haben auch einen Kameramann, diesen Gottesdienst miteinander hier in dieser Kirche begehen zu können. Thank you.
Nach dem Abendmahl, nach dem Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hatte, nahm er den Kelch, den letzten Becher, der dort getrunken wird, und gab ihn herum und sprach die Worte, die wir dann auch immer beim Abendmahl hören. Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut solches, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Der letzte Kelch ist der Kelch der Versöhnung, auch im Passamahl gewesen, der Kelch des Geschmacks von dem, was kommen wird. Und so dürfen auch wir hoffen, dass wir aus dieser eingeschlossenen Situation herauskommen können und werden. Auch viele werden gerade zu Ostern Sorgen haben um ihre Angehörigen, die sie nicht besuchen können. Werden Sorgen haben, dass sie nicht in die Pflegeheime gehen können. Auch ich darf meine Mutter nicht besuchen, was mir auch sehr schwer fällt. Sie ist alleine und wir hätten gerne dieses Ostern zusammen gefeiert. Aber ich weiß, jetzt, in diesem Jahr, müssen wir noch eingeschlossen sein. Aber im nächsten Jahr, da werden wir wieder frei miteinander das Osterfest feiern dürfen. Und so haben die Juden das auch immer wieder gesagt. In diesem Jahr sind wir noch Sklaven, bedrückt, aber im nächsten Jahr sind wir freie Menschen. Und in diesem Sinne, ja, hoffe ich auch für uns, dass wir es sind. Amen. An diesem 9. April ist der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Theologe und Pastor im Widerstand war er gegen die Nationalsozialisten. Er ist eigentlich noch in dem letzten Monat, ja, hingerichtet worden, bevor der Krieg zu Ende war, wie so viele hingerichtet wurden, wie so viele in diesem letzten Monat gefallen sind. Väter, Söhne und wie so viele Opfer dieser Krieg zu beklagen hat. Ich wollte seine Verse, die er zur Weihnachtszeit 1944 geschrieben hat, jetzt einfach im Gedenken an ihn lesen. Und wir werden dazu auch die Melodie dieses Liedes hören. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgestreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Amen. Über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.